Hallo Leute, mein Name ist Hotzest T und ich begrüße euch zu einer neuen Let's Play Serie. Das Game ist Oxygen Not Included von der kanadischen Spieleschmiede Clay. In diesem Video geht es noch nicht um das effektive Gameplay, sondern es ist als Einführung in das Spiel zu sehen für alle, die es noch nicht selbst gespielt haben. Ich bin mir auch noch unschlüssig, ob ich dieses Let's Play auf Deutsch oder wie meine anderen Serien auf Englisch mache. Lasst mich eure Vorlieben unten in den Kommentaren wissen. Oxygen Not Included ist ein Survival Game. Zu Beginn ist man mit drei sogenannten Duplikanten auf einem Asteroiden gestrandet. Oder besser gesagt innerhalb. Nun geht es ums Überleben. Die primären Probleme, die es in dieser ersten Phase zu bewältigen gibt, ist Nahrung, sanitäre Einrichtung, Wasser, Luft und Expansion. Durch Forschung können neue Technologien erkundet werden, was zu neuen Gebäuden führt. Alle etwa drei Zyklen bekommt man die Möglichkeit, sich einen neuen Duplikanten oder etwas anderes aus dem 3D-Drucker zu generieren. Im Gegensatz zum echten Leben sind nicht alle Ressourcen endlich. Beispielsweise gibt es Vulkane und Geysire, die Metalle, Flüssigkeiten und Gase ausspucken. Aber ihr Vorkommen auf der Karte ist nicht garantiert. Weiters gibt es Pflanzen und indigene Lebewesen, die gewisse Ressourcen ausscheiden. All diese Ressourcequellen zu nutzen führt in die zweite Phase, welche mit der Industrialisierung oder Kolonialisierung verglichen werden kann. Maßgebende Aufgaben sind nun Energie- und Temperaturmanagement. Nicht alle Kreaturen und Pflanzen fühlen sich im selben Temperaturbereich wohl und die Vulkane und Geysire produzieren meist heiße Ware. Nicht nur, weil die Ressourcen begehrt sind. Die letzte Phase führt in den Weltraum. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Großteil der Karte aufgedeckt und es geht nun um Optimierung. Mehr möchte ich jedoch noch nicht verraten, zumal ich es bisher nur zweimal so weit geschafft habe. Also keine Garantie, dass wir es in einer Serie so weit schaffen. Das bringt mich zu meinen Plänen. Es gibt verschiedene Typen von Asteroiden, welche andere Herausforderungen mit sich bringen. Bisher habe ich nur auf dem Standard-Asteroid gespielt. Somit sind die anderen auch Neuland für mich. Eine Serie entspricht einem Asteroiden und sie endet entweder mit dem Erreichen eines bestimmten Ziels oder wenn der Fortschritt so mühsam wird, dass der Spielspaß darunter leidet. In letzterem Fall probieren wir denselben Asteroiden nochmals. Ich denke, das ist alles für die Einführung. Wie bereits eingangs erwähnt, lasst mich eure Wünsche in den Kommentaren wissen oder wenn ihr noch Fragen habt. Ich hoffe, euch dann bald mit der ersten echten Folge begrüßen zu können.